Bermuda-Dreieck. Auf der Luxusjacht des australischen Millionärssohns Ryan Sanders. 22.30 Uhr, anderthalb Stunden vor Mitternacht. Ryan, du Schuft, gib mir meinen Slip wieder. Wir können ja tauschen. Slip gegen BH. Das ist doch ein Trick. Pass auf, du gibst mir den BH und als Entschädigung bekommst du meine Badehose. Was hast du vor, Chérie? Was jeder gesunde Mann vorhätte in lauer, sternklarer Sommernacht, allein mit einer halbnackten Schönheit auf dem Deck seines Schiffes. Oh, Chérie, du machst mich neugierig. Komm. Wohin du willst. Dann lass uns bleiben. Wo wir sind, unter freiem Himmel. Wir sind allein. Oh, nicht ganz, Chérie. Sieh da vorne ein Segelboot. Es kommt direkt auf uns zu. Aber wo ist die Besatzung? Wahrscheinlich schon längst in der Koje. Aber das ist ja die Discover 2 von Jack Sullivan und John Hendricks. Du weißt doch, den beiden Weltumseglern. Da haben sie es ja bald geschafft. Oh lala, gleich zwei Männer. Dann kann das ja noch ein gemütlicher Abend werden. Ahoi! Orpheus ruft Discover 2! Ahoi! Die schlafen aber ganz schön fest, die beiden Herren. Die automatische Steuerung ist in Betrieb. Ahoi, Mr. Sullivan! Mr. Hendricks! Die werden doch nicht etwa ausgegangen sein? Merkwürdig. Was hast du vor? Da stimmt was nicht. Wir fahren ihnen entgegen. Vielleicht ist ihnen was passiert und sie brauchen Hilfe. Ryan? Chantel. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Angst. Miami, mitten im kubanischen Viertel auf dem Gelände einer stillgelegten ehemaligen Chemiefabrik. Offizieller Wohnsitz von Professor David Torrance, Wissenschaftler. 22.53 Uhr Ortszeit. Professor Torrance! Professor Torrance! Eine geschlagene Stunde wartete John Smith, ein Name so unverbindlich wie kaum ein anderer, auf die Rückkehr seines Auftraggebers aus der Dunkelkammer. Den Namen hatte sich Smith eigens für diesen Job zugelegt. Denn in seinem Gewerbe war das Geheimnis seiner Identität im wahrsten Sinne des Wortes lebensverlängernd. Sein Geschäft war Mord. Mord auf Bestellung. Und er lebte nicht schlecht dabei. $3,000 hatte Professor Torrance ihm als Anzahlung gegeben. Für die schnelle und diskrete Beseitigung eines Mannes namens Edmund Barris. Und Smith hatte seine Arbeit sauber erledigt. Er hatte die Leiche von Barris als Beweis seiner Dienste am Tatort fotografiert, Torrance den Film gegeben und wartete nun darauf, dass der Professor mit den Abzügen aus der Dunkelkammer zurückkehrte und ihm weitere $3,000 aushändigte, wie sie es beide abgemacht hatten. Smith hatte Barris weder gekannt, noch wusste er, warum er sterben musste. Es interessierte ihn auch nicht. Es war nicht sein Job, Fragen zu stellen. Und das war sein Fehler. Sein letzter. Professor Torrance? Kommen Sie rein, Mr. Smith. Ich bin fertig. Sie hätten Fotograf werden sollen. Talent haben Sie. Der Job wäre meiner Großmutter sicher auch lieber gewesen. Was sind Sie? Man sieht ja die eigene Hand vor Augen nicht. Fallen Sie nicht in die Badewanne, Mr. Smith. Die Säure ist recht unangenehm auf der Haut. Danke für den Hinweis. Aber wo ist die Badewanne? Sie sind auf dem besten Wege, Mr. Smith. Smith sollte die Fotos nie mehr zu Gesicht bekommen. Torrance wuchtete den reglosen Körper des Killers über den Rand der Badewanne, wo die ätzende Spezialsäure schon den ganzen Tag auf Mr. Smith gewartet hatte. Bermuda-Dreieck, 23.53 Uhr Ortszeit. Hallo? Ist da jemand? Mr. Sullivan! Mr. Hendricks! Bitte sei vorsichtig, Chérie. Ich fühle eine merkwürdige Spannung. Wir sollten weg von hier, weit weg. Ich fühle es genau. Geh zurück in die Kajüte. Ich sehe mich hier an Bord nur kurz um und dann machen wir, dass wir wegkommen. Mr. Sullivan! Mr. Hendricks! Sind Sie an Bord? Komm zurück, ich bitte dich! Halt jetzt den Mund! Machst einen ja ganz verrückt. Ich sehe mal unter Deck nach. Mach dir keine Sorgen. Ich bin gleich wieder da.
Mr. Sullivan? Mr. Hendricks? Mein Gott. Was ist? Hast du was entdeckt? Wie? Nein, geh jetzt in die Kajüte und mach dir einen Drink. Es ist nichts. Ryan Sanders verschwieg der jungen Frau den grausigen Anblick, den der Innenraum der Discover 2 seinen Augen bot. Auf dem Boden der Kajüte lagen im diffusen Strahl seiner Taschenlampe die Leichen von Jack Sullivan und John Hendricks ineinander verkeilt. Aber es war Ryan Sanders unmöglich, auseinanderzuhalten, wer Sullivan und wer Hendricks gewesen war. Denn was er sah, waren eine rote und eine blaue Badehose und die leeren, schwarzen Augenhöhlen zweier vollkommen glatter, blanker, fleischloser menschlicher Skelette. Mysteriöse Mordfälle, scheinbar unlösbare Rätsel. Klärt PSA-Agent Larry Brent, Spezialagent alias X-Ray 3, Larry Brent. Wo bist du? Kommen! New York Central Park, 9. November 1982, 10.30 Uhr Ortszeit. David Gallen. Niemand kennt seinen Namen. Niemand weiß, wer er wirklich ist. Und doch ist er der Kopf einer der schlagkräftigsten Organisationen zur Verbrechensbekämpfung in den Vereinigten Staaten. Der Einsatzort ist überall in der Welt, wo mysteriöse, unaufgeklärte Mordfälle die örtliche Polizei vor scheinbar unlösbare Rätsel stellt. Der Kampf mit dem Überirdischen, dem verbrecherischen Schaffensdrang skrupelloser Wissenschaftler, dem tödlichen Machthunger selbstsüchtiger Gewaltverbrecher ist das Aufgabenfeld der PSA, der psychoanalytischen Spezialabteilung David Gallens, alias X-Ray 1. Jeder PSA-Agent hat Überblick, Reaktionsvermögen, Improvisationsgabe, Intelligenz und körperliche Schlagkraft unter härtesten Prüfungsbedingungen in Hunderten von Tests unter Beweis stellen müssen, um in den Kreis der 20 besten Agenten der Welt aufgenommen zu werden. Und der Beste unter ihnen, David Gallens Geheimwaffe Nummer 1, ist Spezialagent X-Ray 3, alias Larry Brent. Mr. Brent, ich spüre, Sie hatten einen guten Flug. Einer der Hauptgründe, weshalb es David Gallen gelungen war, innerhalb kürzester Zeit das Netz der PSA weltweit über den Erdball zu spannen, war seine besondere Gabe, Stimmungen anderer zu fühlen und sie im Bedarfsfall auch suggestiv zu erzeugen. Ja, X-Ray 1, ich muss gestehen, ich hätte mich mit der Stewardess gern länger unterhalten. Ihr nächster Einsatzort ist Miami. Ich habe für Sie eine Schiffspassage auf der Andrea Morena besorgt. Sie werden an der großen Antillenkreuzfahrt teilnehmen. Abfahrt, morgen Abend, 20 Uhr, Pier 5, Fort Lauderdale. Freuen Sie sich nicht zu früh, X-Ray 3. Die PSA-Computer werten Ihren Einsatz unter Gefahrenstufe Rot. Tödliche Gefahr. Und was kann mir auf der Andrea Morena passieren? Aus einem Sonnenbrand. Punkt 1. Seit dem 31. Oktober sind zwischen dem 30. und 35. Breitengrad im Bermuda-Dreieck mittlerweile 4 herrenlose Segelboote geborgen worden. Auf den Booten fand man jeweils die Leichen der Besatzung in Form glatter, blank geputzter Skelette. Die PSA hat die Logbücher der Schiffe sichergestellt und die Computer haben herausgefunden, dass alle 4 Boote kurz vor ihrem Verschwinden die Turks und Kakao-Inseln angelaufen hatten. Punkt 2. Vor einer Dreiviertelstunde wurde der Großwildjäger Edmund Barris tot in seinem Haus aufgefunden. Er hatte eine Kugel im Kopf, Kaliber 45. Da kann aber vom Kopf nicht mehr allzu viel übrig sein. Richtig. Barris hatte sich eigentlich für morgen eine kleine Reise vorgenommen. Ich verstehe. Eine Schiffsreise, und zwar, wenn ich raten darf, auf der Andrea Morena und um die großen Antillen. Richtig. Und ordnungsliebend, wie Mr. Barris ganz und gar nicht veranlagt gewesen war, hat er liebenswürdigerweise vor seinem Tod das Reisebüro davon in Kenntnis gesetzt, dass er die Kreuzfahrt nun leider doch nicht wahrnehmen könne und sein Billett wieder zur Verfügung gestellt. Schriftlich. Der Brief kam heute Morgen mit der Post. Nutznießer der Annullierung von Mr. Barris ist ein gewisser Professor David Torrance. Der Wissenschaftler des Pentagons? Das war er früher. Bis er nach einem Nervenzusammenbruch als Sicherheitsrisiko aus dem Pentagon entlassen wurde. Sein Spezialgebiet war die Entwicklung und Herstellung von ABC-Waffen für die Armee.
Wir wissen, dass Professor Torrance im Verlauf der letzten 10 Tage sich bis zu 3-mal täglich beim Reisebüro erkundigt hat, ob vielleicht nicht doch noch ein Platz auf der Andrea Morena zu buchen sei. Denn die Kreuzfahrt war seit Wochen ausgebucht. Er erhielt immer wieder die Auskunft, solange kein anderer Gast seine Buchung annulliere, könne er keinesfalls ein Ticket bekommen. Sie meinen, er hat Barris umgebracht, um an einer Kreuzfahrt teilnehmen zu können? Möglich ist alles. Denn hören Sie zu, die Andrea Morena fährt in dieser Saison als einziges Schiff eine Route, die sehr nah an den Turks und Kakao-Inseln vorbeiführt. Aber das kann doch alles auch Zufall sein. Kann. Aber dann ist es auch ein Zufall, dass Torrance sich genau an dem Tag das erste Mal an das Reisebüro gewandt hat, an dem er in der Zeitung lesen konnte, dass im Bermuda-Dreieck blanke Skelette auf herrenlosen Segelbooten entdeckt worden sind. Na, dann werde ich mir wohl noch schnell ein Steak reinpfeifen gehen, damit ich nicht auch vom Fleisch falle. Bermuda-Dreieck, auf der Yacht von Ryan Sanders, 11.13 Uhr Ortszeit. Ryan, warum sagst du mir nicht, was du heute Nacht auf dem fremden Schiff gesehen hast? Nichts habe ich gesehen, nichts. Aber irgendetwas hat dich verändert, Shiri. Ich bin etwas schlapp, hab unruhig geschlafen. Mir fehlt ein warmer, weicher, pulsierender Körper an meiner Seite. Komm her, ich glaube, deine Brüste brauchen Morgensonne. Aber nicht doch, Shiri, vor dem Frühstück. Der beste Appetizer, den man sich denken kann. Du bist ja verrückt. Es gibt Hügellandschaften, die machen selbst den überzeugtesten Seefahrer schwach. Langsam strich Ryans Hand zärtlich über die Innenseite ihrer Schenkel, streichelte die kaffeebraune Haut ihrer Taille, umkreiste sanft den Bauchnabel, um schließlich auf den harten Spitzen ihres wohlgeformten Busens langsam zur Ruhe zu kommen. Und dann passierte es. Ryan! Was ist? Das nackte Entsetzen stand in den weit aufgerissenen Augen der jungen Frau. Wie gebannt starrte sie auf die rechte Hand Ryans, die immer noch wie selbstverständlich ihren linken Busen hielt. Ryan verfolgte den Blick der Geliebten und jetzt erkannte auch er den entsetzlichen Grund ihres markerschütternden Schreis. Langsam nahm er die Hand von dem zitternden Körper Chantels und starrte fassungslos auf die Fingerkuppen seiner rechten Hand. Aus dem braun gebrannten, Seewasser gegerbten Fleisch sah er über den lose herunterhängenden Fingernägeln die blanken, bloßgelegten Fingerknochen seines Skeletts. Ich habe es geahnt. Es ist eine Seuche. Chantel, bleib weg. Bleib weg, ich habe sie von der Discover 2 mit hierher an Bord geschleppt. Jetzt passt alles zusammen. Chantel, wir müssen jetzt vernünftig sein. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Doch keine Schmerzen, Ryan. Bleib, wo du bist. Komm nicht näher. Nein, nein, es tut nicht weh, aber was soll's? Ich mach dir die automatische Steuerung zurecht. Nach Westen, immer nach Westen, hörst du dahin, wo die Sonne untergeht. Ich werde dir sicherheitshalber die Sturmsegel setzen. Das Funkgerät, ich werde SOS funken. Bleib, wo du bist. Ich gehe in die Kajüte und funke SOS. Chantel war nicht fähig, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Regungslos stand sie am Heck des Schiffes und sah Ryan dabei zu, wie er in die Kajüte wankte. Was mache ich jetzt bloß? Was soll ich bloß tun? Sie stockte. Das Blut schoss ihr schlagartig in den Kopf. Sie sollte den Satz nie mehr zu Ende sprechen. Ein kurzer Blick auf die Fingerkuppen ihrer rechten Hand sagte ihr unmissverständlich, dass auch sie das rettende Festland nicht lebend erreichen würde. Und auch sie fühlte keinen Schmerz. Im Hafen von Miami, 10. November 1982, 19.38 Uhr Ortszeit. Mr. Brent? Ja. Ich bin Kapitän Canopy. Und als Kommandant dieses Schiffes möchte ich Sie herzlich im Namen der Besatzung auf der Andrea Morena willkommen heißen. Die Reederei hat mich über Ihr Kommen informiert. Stuart? Captain? Bitte tragen Sie das Gepäck von Mr. Brent in Kabine 28. Jawohl, Sir. Und nun müssen Sie mich entschuldigen, Mr. Brent. Wir legen in wenigen Minuten ab. Wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, ich stehe Ihnen auf der Kommandobrücke jederzeit zur Verfügung. Danke. Wie war Ihr Name, Signore? Torrance. Professor Torrance.
Stuart, ich habe sie kurzfristig gebucht. Ja. Ah, Sie comprende. Deshalb stehen Sie hier noch nicht auf der Passagierliste. Sie haben Kabine 27. Vielen Dank. Danke, danke. Nein, nein, lassen Sie das. Ich trage mein Gepäck selbst. Danke. Das war er also. Der Mann, den Larry Brent von nun an nicht mehr aus den Augen verlieren sollte. Professor David Torrance. Groß, schlank, hager, leicht vornübergebeugt, nahm er seine kleine Reisetasche und einen ungewöhnlich großen Metallkoffer und bewegte sich in Richtung der Kabinen der ersten Klasse. Larry Brent hatte sich schon vorgenommen, auf dem Kabinengang die ersten nachbarschaftlichen Beziehungen zu knüpfen, sie wohnten ja schließlich nicht ganz zufällig Tür an Tür, als eine Erscheinung der besonderen Art ihn von seinem Vorhaben kurzfristig abkommen ließ. Die Erscheinung hatte die längsten und wohlgeformtesten Beine, die Larry von Grönland bis Honolulu jemals zu Gesicht bekommen hatte. Unmittelbar darüber lockte ein ausgesprochen einladendes Becken die Blicke der männlichen Bordgänger auf die wespenschlanke Taille, an deren oberen Ende zwei Pampelmusen große Rundungen die Herzen höher schlagen ließen. Ein ausdrucksstarkes Gesicht mit zwei großen tiefbraunen Augen als Mittelpunkt wurde von leicht gewelltem tiefschwarzem Haar umrahmt. Die ganze Erscheinung war in kakaofarbenem Braun getönt und in einen eher als Fetzen zu bezeichnenden, leicht durchsichtigen Stoff gehüllt. Der Adrenalinspiegel in Larrys Blutbahn stieg auf absolutes Maximum. Und für ein paar Augenblicke vergaß er sogar den eigentlichen Grund seines Hierseins. Mit halb offenem Mund ließ er die junge Frau an sich vorbeigleiten. Und nach einem kurzen Schlucken, das ihn wieder zur Besinnung brachte, ging er mit leicht gerötetem Kopf auf den ersten Stuart zu. Stuart? Gino, Signore. Sagen Sie einfach Gino zu mir. Ja, Gino. Ich habe eine Frage betreffend der Tischbestellung bei Dinner. Für $5 setze ich Ihnen Miss Utrami von Kabine 33 an jeden Tisch, den Sie an Bord der Andrea Morena finden kann. Woher wissen Sie? Signore, ich bin Italiener und wir haben einen sechsten Sinn für schöne Frauen. Und nun, Signore, kann Ihnen die Dame von Kabine 33... 23 Tage nicht mehr entkommen, wenn Sie das wollen. Denn soeben verlässt die Andrea Morena den Hafen von Miami. An Bord der Andrea Morena, Kabine 27. 20:01 Bordzeit. Während Larry Brent sich diesmal ganz besonders auf sein Abendessen freute, öffnete Professor Torrance hinter seiner verschlossenen Kabinentür den großen Metallkoffer, den er vorsichtig auf den Rand seiner Koje gelegt hatte. Er hatte die Deckplatte nach hinten geklappt und blickte auf die beiden quaderförmigen Stahltanks, die den Innenraum des Koffers ausfüllten. Auf dem rechten Tank war in Leuchtschrift groß der Buchstabe B geschrieben. Auf dem linken Tank, zweimal unterstrichen, der Buchstabe X. Auf beiden Tanks prangte, mit dicker schwarzer Farbe gemalt, ein großer, runder Totenschädel mit zwei kreuzweise verbundenen Knochen vor dem teuflisch grinsenden Gebiss. Professor Torrance hob die beiden Tanks vorsichtig aus dem Koffer und schob sie langsam in die schmale Öffnung unter seiner Koje. Uhr, Bordzeit. Speisesaal. Ihr Aperitif, Mr. Brent. Danke, Gino. Miss Utrami, darf ich Ihnen Ihren Tischnachbarn, Mr. Brent, vorstellen? Hallo, Mr. Brent. Behalten Sie das. Für mich bitte ein Sherry, Gino. Cream. Sofort, Miss Utrami. Na, so eine Überraschung. Noch vor gar nicht langer Zeit musste ich Ihre Grazie noch aus der Ferne bewundern und knapp eine Stunde später sitze ich Ihnen gegenüber und darf auf einen bezaubernden Abend hoffen. Was für ein Zufall. Einer der berühmten $5-Zufälle, nicht wahr, Mr. Brent? Ich verstehe nicht. Ach, Mr. Brent, dies ist bei weitem nicht meine erste Kreuzfahrt. Und es ist eine alte Angewohnheit von mir, mich vorher beim Bordsteward zu erkundigen, wen er mir als Tischnachbarn zugedacht hat. Und wie viel es dem betreffenden Herrn wert gewesen ist, 23 Tage mit mir zu dinieren. Dem kann ich also entnehmen, dass Sie mit Ginos Wahl zufrieden sind, Miss Utrami. Erst kommt der Aperitif und dann die Mahlzeit, Mr. Brent. Auch wenn Brent nur Augen für seine tiefgründig lächelnde Tischnachbarin zu haben schien,
Entging ihm jedoch nicht, dass soeben Professor Torrance den Saal betreten hatte und von Gino gesteuert auf den ihm zugedachten Platz zuging. Nein! Ein Mann! Ein Mann mit graumelierten Schläfen! Ich habe es doch gleich zu Mrs. Templewood gesagt, ist meine Aufwartefrau. Also, ich habe sie ihr gesagt, Laura, habe ich gesagt, das ist Mrs. Templewood. Laura, diesmal lerne ich ihn bestimmt kennen, den Mann meiner Träume, den Mann mit den graumelierten Schläfen. Das ist übrigens meine Enkelin, Fipsi. Sie heißt natürlich nicht wirklich Fipsi, aber wir nennen sie halt so. Fipsi, sag dem Herrn guten Tag. Ich bin übrigens Mrs. Henslow, Emily Henslow, Witwe, wenn Sie wissen, was ich meine. Torrance. Professor Torrance. David. Ja. Professor? Nein, wirklich Professor? Ein Arzt an Bord, ein Mediziner. Was kann uns da noch passieren, nicht wahr, Professorchen? Der Professor, sichtlich den überschwänglichen Annäherungsversuchen der ausgeprägt wohlbeleibten Frau nicht gewachsen, verspeiste mit atemberaubender Geschwindigkeit sein Menü, erkundigte sich möglichst unbeteiligt beim Steward nach dem Programm des Bordkinos, erfuhr, dass ein entsetzlich zweitklassiger Western den Gästen angeboten wurde und verabschiedete sich hastig mit der Bemerkung, dass dies sein Lieblingsfilm sei, von der sichtlich enttäuschten Emily Henslow und ihrer hässlichen Enkelin. Nach einer angemessenen Wartezeit verließ er das Bordkino mitten im Film wieder und zog sich erleichtert in seine Kabine zurück. Larry, der glaubte, es würde langsam Zeit, die Öffentlichkeit aus seiner immer intimer werdenden Zweisamkeit mit seinem reizenden Gegenüber auszuschließen, flanierte mit Claire langsam, aber sicher auf seine Kabinentür zu. Ich habe noch eine Flasche erstklassigen Bourbon in meiner Kabine. Die Flasche für alle Fälle, du verstehst? Larry, wenn ich einen Mann gleich am ersten Abend der List zeige, worauf andere Männer meist ein Leben lang vergeblich warten, was könnte ich ihm dann noch für den zweiten Tag versprechen? Ach du, ich würde auch nur einen oberflächlichen Blick drauf werfen. Und das wäre schon einer zu viel. Gute Nacht, mein Liebling. Schlaf gut. Du hast ja noch deine Flasche für alle Fälle. Morgen beim Frühstück pünktlich um 9 kommt der zweite Gang. Das war der zärtlichste Korb, den Larry jemals in seinem Leben bekommen hatte. Claire Outrami wartete das übliche Geräusch des sich drehenden Schlüssels ab, machte ein paar leise Schritte und klopfte an eine Kabinentür. Professor Torrance! Professor Torrance! An Bord der Andrea Morena, Speisesaal. 11. November 1982, 9.41 Uhr, Bordzeit. Gino, hat Miss Outrami heute schon gefrühstückt? Nun, Signore, ich habe Miss Outrami heute Morgen noch nicht gesehen, aber ich denke, sie ist doch nicht allzu früh ins Bett gekommen, Mr. Brandt. Larry wartete noch bis 11 Uhr, bis die Bedienung bereits damit anfing, die Tische für den Lunch zu decken und machte sich dann auf den Weg zu Kabine 33. Claire! Claire, schläfst du? Larry, dem es ein leichtes gewesen wäre, die Kabinentür mit seinem Spezialschlüssel innerhalb weniger Sekunden zu öffnen, dachte sich, dass es wohl doch etwas unverfroren sei, schon am zweiten Tag unaufgefordert in das Schlafzimmer einer ihm im Grunde noch fremden Dame einzudringen, und beschloss, den Rest des Vormittags am Swimmingpool zu verbringen. 12.36 Uhr, Bordzeit. Lunch. Ihr gestriger Flirt, Mr. Brandt, hat aber einen ziemlich ausgedehnten Schlaf. Oder haben Sie sich etwa nicht wie ein Gentleman benommen? Ich glaube schon. Professor, hier sind wir! Extra auf Sie gewartet, Professor. Fipsi, sag dem Professor guten Tag. Wir haben Sie heute Morgen beim Frühstück vermisst, Professor. Larry Brandt wusste, dass der Professor auf jeden Fall seinen Lunch zu sich nehmen würde. Und egal, wie schnell er diesmal den wirklich ausgezeichneten Heilbutt verspeisen würde, genug Zeit für Larry, seinem eigentlichen Auftrag nachzukommen und einen kurzen Blick in die Kabine des Professors zu werfen. Unauffällig verließ er den Saal und ging auf dem schnellsten Wege auf das Deck der ersten Klasse. Vor Kabine 27 blieb er stehen. Er holte seinen Spezialschlüssel aus der Tasche und nach einem kurzen Klick gab die Tür nach. Er brauchte gar nicht erst den Lichtschalter rechts neben der Tür zu suchen. Er sah auf den ersten Blick, dass er zu spät gekommen war. Neben der Koje des Professors lag auf dem Boden
Ein kahlgefressenes, blankes Skelett in einem schwarzen, tief ausgeschnittenen Chiffonkleid. Er kannte das Kleid nur zu gut. Er hatte es einen ganzen Abend beim Tanzen in den Händen gehalten. Fipsi, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht in der Nase bohren? Das ist Hengslohe, entschuldigen Sie. Oh, aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Fipsi, Finger auf den Tisch. Wissen Sie zufällig, wo Professor Torrance ist? Nein, wahrscheinlich in seiner Kabine. Larry spürte, dass nun der Zeitpunkt gekommen war, zu handeln. Er konnte die drohende Gefahr, die sich wie ein Totenhemd über der Andrea Morena ausbreitete, fast körperlich fühlen. Clea Utrami war eindeutig in der Kabine des Professors ums Leben gekommen. Und Larry musste den Professor zur Rede stellen. Mit eiligen Schritten hastete er durch die Gänge des Schiffes, aber keiner hatte den Professor in der letzten halben Stunde zu Gesicht bekommen. Der Professor war wie vom Erdboden verschluckt. An Bord der Andrea Morena, Funkraum, 13.37 Uhr Bordzeit. Habe verstanden, Roger, Ende. Funkraum an Kommandobrücke, bitte melden. Hier spricht der Kapitän, was gibt's? Sir hatte eben Funkkontakt mit der Wetterstation. Sturmwarnung, Kurs Süd-Südost, Windstärke 10 bis 12, zunehmend, ca. 4.30 Uhr Bordzeit. Habe verstanden, Sturmwarnung, frühe Morgenstunde. Das gibt zum Frühstück jede Menge Rühreier. Danke. Ende. Ende. Guten Tag. Professor Torrance. David Torrance. Telegrammaufgabe und Ferngespräche zweiter Tür rechts. Vielen Dank. Würden Sie nun bitte Ihre Hände über den Kopf verschränken, langsam aufstehen und sich mit dem Gesicht zur Wand stellen? Opa, du hast sie wohl nicht mehr alle. Wir sind doch hier nicht auf einem Abenteuerspielplatz. Das hier ist ein Funkraum und keine Poststation. Ja. Da Sie mir wahrscheinlich die einzigen beiden guten Witze, die Sie kennen, erzählt haben, tun Sie jetzt bitte, was ich Ihnen gesagt habe. Ich bin heute etwas nervös, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich habe ja keine Ahnung, was für ein billiger Geruchsfusel sich da in Ihrem kleinen Duftspender verborgen hält. Aber wissen Sie was? Ich halte mir einfach die Nase zu und hau Ihnen trotzdem einen auf den Dez. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Vorher muss ich Ihnen noch mitteilen, einfach aus Gründen der Fairness, dass dieser, wie nannten Sie es doch gleich, billige Geruchsfusel ein ziemlich lebensgefährliches Giftgas ist. Sie können es einatmen, aber es genügt auch schon der kleinste Hautkontakt und Sie fallen gewissermaßen vom Fleisch, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ach, wissen Sie, ich habe heute Morgen ziemlich gut gefrühstückt. Wie heißt doch gleich dieser dumme Spruch? Wer nicht hören will, muss fühlen. Meine Hände. Was passiert mit meinen Händen? Sie schreien. Teilnahmslos ließ der Professor das blanke Knochengerippe, das vor ein paar Sekunden noch ein Familienvater aus Fleisch und Blut gewesen war, in seiner etwas zu weit gewordenen Borduniform am Boden liegen und machte sich unverzüglich daran, die Funkanlage des Luxusliners von Grund auf zu zerstören. An Bord der Andrea Morena, auf dem Gang zur Kommandobrücke, 14.03 Uhr Bordzeit. Larry Brent hatte jeden Winkel des Schiffes abgesucht. Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Über eine Stunde rannte er jetzt schon vergeblich über die Decks des Passagierdampfers, ohne auch nur eine Spur des Professors entdeckt zu haben. Leicht außer Atem lief er auf die Tür zur Kommandozentrale zu, als er im Innenraum der Zentrale eine ihm bekannte Stimme vernahm. Ich muss leider darauf bestehen, dass meine Befehle ohne Zögern ausgeführt werden, Kapitän Kanopi. Wahnsinn, Professor! Wahnsinn!
Wir haben Sturmwarnung für das Gebiet. Das ist ein Problem, Kapitän. Richtig. Aber über die Idee. Und das hier ist das Ihre, Professor Torrance. Um genau zu sein, das hier ist ein böse Löcher brennender Laserstrahler Marcus Smith & Wesson. Und der Name bot für Qualität. Hatten wir bereits das Vergnügen, Mr. Brent, Larry Brent. Ja, Brent. Brent, ein Name, den man bald vergessen haben wird. Nur um die Verhältnisse nicht auf den Kopf zu stellen, will ich auch Sie nicht weiter im Unklaren lassen, was sich in diesem kleinen Atomiseur hier in meiner rechten Hand in Wirklichkeit befindet. Es ist ein von mir eigens entwickeltes, vom Steuerzahler finanziertes Giftgas, das ich die Ehre hatte, noch während meiner Tätigkeit für das Pentagon zusammenzustellen. Es zerstört in Sekundenbruchteilen das Protoplasma der Zellen, das sich blitzschnell in seine chemikalischen Grundsubstanzen auflöst, in Form einer Kettenreaktion. Unbeabsichtigterweise, leider, lässt es allein die Zellstruktur des menschlichen Knochens unbeeinflusst, sodass, wie soll ich sagen, als nicht gewollter Gruseleffekt nach ein paar Sekunden nur noch das blanke Knochenskelett übrig bleibt. Ja. Interessant. Mich wundert aber nur, dass ich einen Chemieprofessor darauf aufmerksam machen muss, dass Gas die chemikalische Eigenschaft hat, sich nach allen Seiten des Raumes auszudehnen, also auch in Ihre Richtung, Professor. Ich bewundere Ihre fundamentalen Grundkenntnisse, Mr. Brandt, muss Sie aber dennoch enttäuschen, denn in meinen Adern fließt ein Immunitätsserum, das leider im Handel bisher noch nicht erhältlich ist und deshalb sich wohl kaum in Ihren Blutbahnen befinden wird. Trotzdem ist das Immunitätsserum gegen Laserstrahlen meines Wissens noch nicht erfunden. Ja, es war mir schon immer ein Vergnügen, mit einem intelligenten Menschen zu plaudern. Trotzdem, ich glaube, nun doch etwas deutlicher werden zu müssen. Sie, Mr. Brandt, befinden sich auf einer Kreuzfahrt. Ja, ich hingegen auf einem Himmelfahrtskommando, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich will damit sagen, dass ich im Angesicht des Todes keinen Augenblick zögern würde, noch auf diesen kleinen Knopf zu drücken. Ein dann für uns alle sehr unerfreulicher Vorgang. Ja. Zudem ist dieser Atomiseur äußerst sensibel und es besteht die vom Konstrukteur beabsichtigte Möglichkeit, dass bei einem Sturz aus 1,50 Meter sich das Gas auch ohne Knopfdruck selbstständig macht. Wenn Sie verstehen, was ich meine, Mr. Brandt. Und wie geht es jetzt weiter? Sehen Sie, ich wusste, dass ich mich in Ihnen nicht getäuscht habe, Mr. Brandt. Ich habe den Kapitän um eine kleine Kursänderung gebeten. Wir werden leider nicht die Nagua-Inseln anlaufen, sondern die kleinste der Turks- und Kakao-Inseln. Genießen Sie bis dahin die letzten Tage Ihres, fleischlichen Daseins, meine Herren. Wie meinen Sie das, Professor? Aber, Mr. Brandt, ein so intelligenter Mann und liest keine Zeitung. Nicht einmal den Politik- oder Wirtschaftsteil. Um Sie wäre es eigentlich ein bisschen schade, Mr. Brandt. Nun, ich hatte mit ein paar Freunden eben dort, wo mich dieses Schiff hinbringen wird, ein kleines Laboratorium vor ein paar Jahren eingerichtet. Wir wollten von dort, wie soll ich sagen, ein kleines globales Experiment stattfinden lassen, das nun betrüblicherweise ohne mein Wissen, ohne mich, angelaufen zu sein scheint. Und wieder einmal hat die gute alte Volksweisheit, wie heißt sie doch gleich, trau auch deinen besten Freunden nicht über den Weg, hat diese alte Volksweisheit ihre traurige Bestätigung gefunden. Dummerweise befindet sich jene besondere Korallenart, die die Grundsubstanz meines Immunitätsserums bildet, eben auf dieser kleinen Insel und so muss ich hin, um mein eigenes Überleben zu sichern. Und dabei gehen Sie über Leichen? Ja, aber sicher, ja, sollten Sie mit dieser Bemerkung auf Ihre reizende Tischnachbarin von gestern Abend anspielen, Mr. Brandt, so muss ich Ihrem Moralempfinden jetzt wahrscheinlich einen entsetzlichen Schock zufügen. Miss Utrami ist, oder besser gesagt war, einer der bestbezahltesten Profikiller der Vereinigten Staaten, die von meinen ehemaligen Freunden den betrüblichen Auftrag erhalten hatte, alles zu tun, um zu verhindern, dass ich mein kleines Labor auf den Turks jemals erreiche. Ein unvereinbarer Interessenkonflikt, den ich leider zu meinen Gunsten entscheiden musste. Ja, wenn Sie verstehen, was ich meine. Thank you.
Der unverbindliche Konversationston, in dem der Professor die Hintergründe seines Tuns offengelegt hatte, verdeckte jedoch nicht die entsetzliche Gewissheit, die sich in Larrys Bewusstsein blitzartig breitmachte. Ein globales Experiment. Ein Mann war aufgebrochen, um alles menschliche Leben auf unserem Planeten zu vernichten. Und gleichzeitig gab es nur einen einzigen Menschen, der die unvermeidliche Katastrophe für die Menschheit aufhalten konnte. Der, der das Gegenmittel kannte. Und das war niemand anderes als Professor David Torrance. So musste Larry tatenlos mit ansehen, wie der Professor mit einer lächerlich kleinen Sprühflasche in der Hand ein 168 Meter langes und 20 Meter breites Schiff im Plauderton in seine Gewalt nahm. Das Experiment war also schon angelaufen, hatte der Professor gesagt. So hätte es für Larry auch keinen Sinn gehabt, alles zu riskieren und den Smith & Wesson Laser in Betrieb zu nehmen. Er brauchte den Mann, um an das Gegenmittel heranzukommen. Wortlos übergab Larry die Strahlenwaffe dem Professor, der mit einem süffisanten Lächeln auf den Lippen sich von der Brücke verabschiedete, um im Speisesaal seine längst fällige Mahlzeit nachzuholen. MS Andrea Morena, Kabine 27, 16.18 Uhr Bordzeit. X-Ray 3 ruft Zentrale. X-Ray 3 ruft Zentrale. Bitte kommen. Larry hatte eine kleine Chance. Torrance hatte zwar den Funkraum zerstört, aber er wusste nicht, dass der Goldring mit der eingefassten Erdkugel an Larrys rechter Hand zur Standardausrüstung eines jeden PSA-Agenten gehörte. Über den PSA-eigenen Satelliten, der ständig die Erde umkreiste, konnten PSA-Agenten von jedem Punkt der Welt aus mit der Zentrale in New York Verbindung aufnehmen. Und kein Agent wusste, wie es der geheimnisvolle Kopf der Organisation schaffte, zu jeder Tages- und Nachtzeit für seine Mitarbeiter erreichbar zu sein. Kein Agent hatte X-Ray 1 je zu Gesicht bekommen. Hier X-Ray 1. Sprechen Sie X-Ray 3. Larry gab eine kurze Zusammenfassung der Geschehnisse und bat um Unterstützung von außen. Aber X-Ray 1 musste ihn enttäuschen. Eine Intervention von außen auf das Schiff war ausgeschlossen. Denn solange Torrance den Atomiseur bei sich trug, war eine Verhaftung für den betreffenden Beamten gleichbedeutend mit aktivem Selbstmord. Larry war auf sich allein gestellt. MS Andrea Morena, 12. November, 2.36 Uhr Bordzeit. Larry Brent musste alles riskieren. Mit einem hochempfindlichen Spezialmikrofon hatte er jede Bewegung in den letzten Stunden in der Nachbarkabine registriert. Torrance musste Nerven aus Stahldraht haben. Seit 2 Stunden lag er in seiner Koje und schnarchte vor sich hin. Larry packte seine Ausrüstung zusammen, verließ seine Kabine und stand mit seinem Spezialschlüssel vor der Tür des Professors. Mit geübtem Griff ließ er das Schloss der Tür zurückschnappen. Der Professor schnarchte tief und fest. Leise und vorsichtig schlich Larry in die Kabine. Der Professor musste das Serum schließlich bei sich haben. Und eine kleine Probe genügte bereits für die Laboratorien des Pentagons, die Molekularstruktur des Serums zu erfassen und das Gegenmittel selbst zusammenzustellen. Über einem Stuhl hingen die Kleidungsstücke des Professors. Vorsichtig tastete Larry die Anzugjacke des Professors ab und fand in der linken Seitentasche seinen Smith & Wesson Laser, den er instinktiv in seine Tasche gleiten ließ. Suchen Sie etwas, Mr. Brent? Doch nicht etwa meinen kleinen Atomiseur, ohne den ich doch nie unter meine Bettdecke krieche. Ihr Glück übrigens, Mr. Brent, hätten Sie ihn in meinem Anzug gefunden, wären Sie jetzt bereits ein klappernder Knochenhaufen. Ja, der bloße Hautkontakt genügt und das Gift versieht seinen tödlichen Dienst. Das ist der Wahnsinn. Sie müssen wahnsinnig sein. Was ist Sinn? Was ist Wahnsinn? Ja, kaum kratzt mal einer an den in Jahrtausenden verkrusteten Moralvorstellungen unseres Zeitalters, schon wird er für verrückt erklärt.
Sie verkennen den humanitären Auftrag meiner Mission, Mr. Brent. Ich will die Menschheit doch nicht ausrotten. Aber nein, 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 ein paar werden überleben. Sie vielleicht, Mr. Brent. Ich denke schon den ganzen Tag darüber nach. Ja, ein paar sind auserkoren von mir, den, wie soll ich sagen, den Samen der menschlichen Rasse wieder zum Erblühen zu bringen. Ja, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nur, wie wollen Sie das anstellen, wenn die Giftwolke bereits auf die Vereinigten Staaten zu eilt? Das Gas, das meine lieben Freunde da in Umlauf gebracht haben, ist nur ein Prototyp gewesen mit den üblichen Geburtsfehlern. Es dauert Stunden, bis der Tod eintritt. Es ist zu schwer, es bleibt nicht in der Luft, sondern fällt nieder und braucht Jahrzehnte, bis es sich über den Erdball verteilt hat. Ja, hier unter meiner Matratze liegen zwei Kanister gefüllt mit den neuesten Ergebnissen meiner langjährigen Studien. Es ist leicht, es fliegt wie ein Vogel über den Ozean und wirkt in Sekundenschnelle. Ja, und damit werde ich den Wildwuchs der menschlichen Rasse beseitigen. Ja, das Böse werde ich vernichten und das Gute pflegen, um den Menschen wieder seiner wahren Bestimmung zuzuführen, als die Krönung göttlicher Schöpfung. Ja. Wie ein begossener Pudel verließ Larry Brent die Kabine des Professors. Er hatte auf der ganzen Linie versagt. Durch was war der Wahnsinnige aufzuhalten? Die Kanister stehlen? Torrance würde das einmal entwickelte Gas jederzeit wiederherstellen können. Und wenn Larry jetzt auch wusste, dass das bereits im Umlauf befindliche Gas sich nur sehr langsam in der Atmosphäre ausbreitete, so änderte das nur etwas am Zeitplan, aber nichts am tödlichen Ende. MS Andrea Morena, Kommandobrücke, 3.32 Uhr Bordzeit. Die Ruhe vor dem Sturm, Captain. Kein Windhauch. So ist es immer, Mr. Brent. Wie lange noch? 2,5 Stunden bis zu den Turks. Wenn wir da je ankommen. Sie sind Privatdetektiv? Ja, sowas ähnliches. Dachte ich's mir. Ich habe eine Bitte an Sie. Ich bin für die Sicherheit der 400 Passagiere an Bord verantwortlich. Was Sie auch immer zu tun gedenken, gefährden Sie nicht das Leben der Passagiere. Mr. Brent. Das verspreche ich Ihnen, Kapitän Canopy. Danke. So, und jetzt heißt es, die wetterfesten Socken anziehen. Der Tanz beginnt. Wie eine gigantische Schleppe aus Wasser und Wolken senkte sich das Unwetter auf die wie eine Nussschale im Meer hin und her schwankende Andrea Morena herab. Die meisten Passagiere waren in ihre Kabinen geblieben. Nur wenige Mutige saßen in dem mit Tauen verzuchten Speisesaal und vertrauten ganz auf die Erfahrung und das Geschick von Kapitän und Mannschaft. MS Andrea Morena, Speisesaal, 4.41 Uhr Bordzeit. Pepsi, pass auf! Oma trinkt jetzt Kaffee. Sie müssen auf die Stirn zielen, Mrs. Hengstlow, sonst treffen Sie Ihr Dekolleté. Junger Mann! Ich trinke seit über 40 Jahren Kaffee und er ist immer noch dahin gekommen, wohin ich ihn haben wollte. Oh, mein Kleid, mein schönes Kleid. Pepsi, sieh dir das an. Und du bist schuld. Du kannst Oma doch nicht einfach anschubsen, wenn sie Kaffee trinkt. Komm, Pepsi, wir gehen uns umziehen. Fallen Sie nicht, Mrs. Hengst. Professor Torrance hielt, wohl mehr aus anerzogenem Reflex, der fallenden Mrs. Hengstlow gentlemanhaft die Hand hin, die diese nicht ohne ein geschmeicheltes Lächeln ergriff, was zur Folge hatte, dass die schwere Frau den hageren Professor aus seinem Stuhl heraus mit auf den Boden zog. Ein kurzes, schepperndes Geräusch ließ alle Beteiligten aufhorchen. Professor Torrance, Sie haben was verloren! Ja, was denn? Sie benutzen Parfum? Um Gottes Willen, nein, Mrs. Hengstlow. Lassen Sie den Zerstäuber, wo er ist. MS Andrea Morena, in der Kabine des Professors. 5.02 Uhr Bordzeit. Die nur lose unter die Koje geschobenen Tanks entwickelten während des heftigen Seegangs ein tödliches Eigenleben. Während der Tank mit der Aufschrift X
frei in der Kabine hin und her schlitterte, hatte sich der andere Tank so unglücklich unter dem Waschbecken verklemmt, dass der Drehverschluss des Kanisters bei jeder Backbordbewegung des Schiffes sich Millimeter für Millimeter weiter öffnete. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Der Professor hat sein Parfum verloren. Lassen Sie gut sein, Mrs. Hengst. Aber nein, Professorchen, einen Griff und schwupp, schon haben wir es gefangen, das unartige kleine Ding. Ach, das scheint auszuströmen. Hören Sie, Professor? Ich komme einfach nicht darauf, wonach es riecht. Bleib hier, Fipsi. Wir müssen weg. Schnell weg. Lassen Sie meine Enkeltochter in Ruhe, Sie Wüstling. Was ist das denn? Meine Hände. Was ist mit meinen Händen? Alles raus hier. Der Saal ist verseucht. Alle Mann an Deck. Stellen Sie sich gegen den Wind. Das Gas ist tödlich. Schnell. Meine Hände. Meine Hände! Meine Hände! Die Boote! Die Boote! Jetzt war es soweit. Mit Entsetzen in den Augen rannten die Passagiere wie die Ratten im brennenden Käfig. Viele, die Brands Aufforderung nicht verstanden hatten, rannten, ohne es zu wissen, in die falsche Richtung und damit mitten in ihr Verderben. Und als hätte das Schicksal den Untergang, die Katastrophe gewollt, löste sich in der Kabine des Professors der Drehverschluss des einen eingekeilten Tanks. Der Verschluss fiel zu Boden und das tödliche Gas suchte sich seinen Weg durch die Klimaanlage des Schiffes und drang in die Kabinen der anderen Passagiere, die verhängnisvollerweise aus Angst vor dem Unwetter in ihren Kojen lagen und dort hilflos dem mörderischen Elixier ausgeliefert waren. Knapp 50 Passagiere standen zitternd ohne Schwimmwesten am Bug des Schiffes in der peitschenden Gischt des Orkans. Was war das? Kapitän, Kapitän! Wir sind auf ein Riff aufgelaufen! Leck im Maschinenraum! Hey, die Boote, die Boote! Rette sich, wer kann! Die Leute haben ja noch nicht mal Schwimmwesten! Drei Boote wurden herabgelassen. Der größte Teil der Mannschaft war im Bauch des Schiffes in ihr eigenes Verderben gerannt. Die überladenen Boote pendelten wie Fischköder im Wind. Alle Mann von Bord! Das Schiff sinkt! Der Kapitän verließ als letzter das Schiff, hinter Larry, der Fipsi im zweiten Boot untergebracht hatte. Die Männer ruderten um ihr Leben. Die meterhohen Wellen machten ein Manövrieren fast unmöglich. Der Professor! Hat einer den Professor gesehen? Kapitän, wo ist der Professor? Kapitän, sehen Sie, da ist noch einer an Bord. Das ist der Professor. Kapitän, wir müssen zurück. Der Professor muss leben. Hören Sie, der Professor muss leben. Wir machen wohl Witze. Geben Sie Ihre weiteren Kurswünsche an den Wettergott weiter. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Sehen Sie, Kapitän, sehen Sie doch. Der Mann hält etwas in der Hand. Einen Tank, einen Kanister. Der Matrose hatte leider nur allzu recht. Der Professor stand an der Reling des sinkenden Schiffes und versuchte, den Verschluss des zweiten Kanisters zu öffnen. Das habt ihr davon, ihr kleingläubigen Seelen. Das ist der Untergang. Ohne mich. Es gibt keine Rettung. Ohne mich. Das ist das Ende. Ihr seid verloren. Ohne mich. Larry Brent handelte mehr aus Instinkt als aus der ihm sonst innewohnenden sachlichen Überlegung. Er wusste, dass der Professor rettungslos verloren war. Das sinkende Schiff würde ihn erbarmungslos in die Tiefe reißen. Aber Larry musste verhindern, dass der Professor den todbringenden Inhalt des Tanks in seinen Händen in die Atmosphäre entließ. Brent! Brent! Was tut sie da? Sind sie wahnsinnig? Stecken sie die Waffe weg! Larry Brent zielte mit seinem präzise schießenden Smith & Wesson Laser auf den Arm des Professors. Doch aus einer auf den Wellen tanzenden Nussschale bei Windstärke 12 einen Arm in über 30 Meter Entfernung mit einem Laserstrahler treffen zu wollen, ist eine aus der Verzweiflung geborene Kurzschlusstat. Larry Brent drückte auf den Abzug seiner Strahlenwaffe und traf mitten in den Totenkopf auf dem Kanister.
verglühen! Ertrinken? Verglühen? Was spielt das für eine Rolle? Ein greller Blitz durchzuckte den Himmel, der von einem Ende des Horizonts zum anderen zu verbrennen schien. Was ist diese das? Hitze? Was hat das zu bedeuten? Diese entsetzliche Hitze! Die Turks! Sehen Sie! Sie brennen! Gehen Sie ab! Nein! Das ist ja das Gas. Ja, das muss das Gas sein. Das Gas von den Inseln und das Gas vom Schiff. Es verbrennt! Ja, es verbrennt! Larry Brent konnte es kaum fassen. Er hatte instinktiv das Richtige getan. Indem er den Tank mit dem Spezialgas X durch seinen Laser zur Explosion brachte, löste er damit eine Kettenreaktion unter den Gasmolekülen aus, die durch die Wucht der plötzlich frei werdenden Energie nach und nach verbrannten. Larry Brent hatte es geschafft. Das Todesgas hatte aufgehört zu existieren. Der Spuk war zu Ende. Nassau, Bahamas, Zimmer 14 des städtischen Krankenhauses, 12. November, 18.02 Uhr, Ortszeit. Mr. Brent, diese Blumen sind für Sie abgegeben worden. Oh, danke, Schwester. Larry öffnete geistesabwesend die Grußkarte, die dem Blumenstrauß beigefügt gewesen war. Er stutzte. Schwester, wer hat die Blumen gebracht? Ein Mann, wieso? Er war bei Ihnen, als Sie noch geschlafen haben. Wie hat er ausgesehen? Wie hat er ausgesehen? Ich habe nicht besonders darauf geachtet. Dankeschön, Schwester. Wäre ja auch zu schön gewesen. Traurig blickte Larry der Schwester hinterher, die sein Zimmer wieder verließ, und überflog nochmal den Text auf der kleinen Pappkarte in seiner Hand. Freunde des Professors Tod. Wahrscheinlich Unfall schon vor Tagen. Habe mich persönlich von Ihrer Genesung überzeugen können. Sie haben gute Arbeit geleistet. X-Ray 1.